Trail-Slalom bedeutet für mich mega hartes Training, Konsequenz und ein Ziel, was ich immer schon in meinem Leben erreichen will. Es ist einfach heftig, die Strecke ist heftig. Der härteste Amateur hat drin in der Welt. Was für ein Siegesfahrt. Dieses Rennen, das glaube ich so auf diesem Planeten nur einmal gibt. Grüß euch, ich bin Jana-Lena und ich habe das Glück, ein Teil vom Projekt Rennradprofi auf Zeit vom Bora Hans Grohe Rennradteam zu sein. Mein Ziel für den Ötztaler 2023 ist auf jeden Fall stärker zu sein oder schneller zu sein wie im vorherigen Jahr. Die Vorbereitung für mich ist ab und zu sehr mühselig, muss ich sagen, aber trotzdem weiß man, man hat ein Ziel vor Augen. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann geht eigentlich vieles leichter, wenn man sich ab und zu einmal selber anstreben muss. Also in der Vorbereitung gehe ich eigentlich am liebsten Skitour, weil ich einfach brutal gerne draußen in der Natur sportel. Also ich muss sagen, mir taugt das einfach extrem, wenn ich nach dem Arbeiten heimkomme, meinen Rucksack packe fürs Skitouren gehen, die Felle auf meinen Ski binde, die Ski anschnallen und danach mich in der Natur bewegen kann. Und wenn ich danach unterwegs bin, ist es für mich halt einfach unglaublich schön, wenn ich mich umschaue und sehe, in was für einer schönen Bergwelt wir leben. Und ich jeden Tag eigentlich ausnutzen kann, mich dort bewegen. Das ist wirklich nicht nur Glück, sondern auch vermittelt mir ein extremes Heimatgefühl. Wenn ich dann am Gipfel stehe nach meiner schönen Skitour, muss ich wirklich sagen, ist ein unglaubliches Gefühl, dass man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, sondern dass man fühlen muss und spüren muss. Und wenn man sich dann umschaut in so einer schönen Bergwelt und alles 3000er um uns sind, muss ich wirklich sagen, unglaublich. Und ich bin so dankbar eigentlich für meine Heimat und es ist einfach richtig, richtig, richtig schön. Wenn ich dann die Abfahrt anfahre, ist es mega, mega, mega cool. Das ist ja der Grund, warum ich eigentlich auch gehe. Earn your turn. Das ist eigentlich meine Belohnung. Vor allem, wenn es dann frisch geschneit hat und es hat nur einen mega geilen Bauderschnee, ist es nichts Schöneres für mich, wie noch eine Skitour über den Berg oben zu sehen und die Schwerelosigkeit zu fühlen und eigentlich das, was ich am liebsten tue, was eigentlich Skifahren ist.